weiß, dass ihr das zu schätzen weiß. Was für ein Deutsch. Also auf jeden Fall. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute wird es ein Geschenketipps-Video zu Weihnachten für euch geben. Ich weiß, ich bin nicht die Einzige, die sowas hochlädt und eigentlich war es nicht geplant, dass ich euch dazu ein Video mache. Aber mich haben sogar private Nachrichten erreicht, ob ich das nicht wieder wie im letzten Jahr machen könnte. Und dem Wunsch komme ich natürlich sehr, sehr gerne nach. Ich habe nämlich tatsächlich einige Schätzchen, die ich euch gerne zeigen möchte. Und ich hoffe, ihr freut euch darüber. Ich habe sogar 3 tolle Überraschungen für euch. Aber jetzt habe ich genug gequatscht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video und los geht's. Wir fangen mal mit dem schönsten Schätzchen an, wie ich finde. Ich bin auch total aufgeregt, dass ich euch das heute zeigen kann. Und zwar, jeder, der mich kennt, der weiß, wie sehr ich Uhren liebe. Also ich gehe auch nicht ohne Uhr aus dem Haus. Das liegt mit daran, dass ich einfach viele Termine habe. Liegt wahrscheinlich auch mit daran, dass ich 4 Kinder habe. Und ohne Uhr einfach nicht komplett gekleidet bin. Also das ist total komisch bei mir. Und ich habe nicht viele Uhren, aber ich habe sie alle mit Bedacht ausgesucht. Und ich habe mir schon immer, wirklich schon immer, und jeder, der mich kennt, der weiß, was jetzt kommt, eine Daniel Wellington Uhr gewünscht. Und was soll ich sagen? Oh mein Gott, ich bin so glücklich. Merkt man wahrscheinlich schon an meinem Gesichtsausdruck. Hier ist das gute Stück. So kam es an, in dieser wunderschönen Kartonage. Ideal fürs Weihnachtsfest. 3 Tage habe ich nur drauf gewartet. Also, falls ihr euch noch dafür entscheidet, es wird auf jeden Fall noch rechtzeitig zum Weihnachtsfest kommen. Und wenn ihr auf der Seite von Daniel Wellington seid, seht ihr schon, dass die Uhren wirklich alle wunderschön sind. Sie sind sehr schlicht, sehr edel und zeitlos gehalten. Ich habe mich dann für diese hier entschieden, und zwar mit diesem braunen Lederarmband. Ich habe echt lange überlegt, ob ich sie nicht lieber in Schwarz nehmen soll, aber Schwarz war mir dann ein bisschen zu hart. Ich weiß, Schwarz kann man zu allem kombinieren. Aber ich finde auch dieses Braun einfach wunderschön. Und ja, ich denke, man kann sie schick genauso wie casual tragen, weil sie einfach sehr flach auch ist und nicht so globig. Es gibt sie zwar auch noch mit so Steinchen drauf, das wirkt vielleicht noch ein bisschen edler, aber ich habe ja meine Michael Kors und die ist ja total besetzt mit diesen Steinchen und ja, das reicht dann. Ich wollte unbedingt diese hier haben und ich habe mich dann noch dazu entschieden, ein anderes Armband mitzubestellen. Und zwar dieses hier. Ja, kommt euch das irgendwie bekannt vor mit diesem Pink? Ja, ne? Also das passt voll zu mir, finde ich. Jetzt dann für den Frühling und für den Sommer. Einfach eine Jeanshose, meine Chucks und meine wunderschöne Daniel Wellington dann. Also ich bin total begeistert und so, so glücklich. Und ich habe auch eine Überraschung für euch. Und zwar ist es so, dass wenn ihr diese Uhr bestellen möchtet, 15% Rabatt bekommt, wenn ihr Rosellas Wichtel als Code eingibt. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Ich freue mich total, weil allein dieser Rabattcode ist schon mal wahnsinnig viel wert. Und dann dieser Name finde ich total witzig. Schaut auf jeden Fall in der Infobox nochmal vorbei, falls es euch interessiert. Die Lieferung ist kostenlos, also da müsst ihr euch auch keine Gedanken machen. Also falls ihr den Gedanken sowieso schon die ganze Zeit daran hattet, eine Daniel Wellington euch zuzulegen, dann macht es mit diesem Rabattcode und ja, dann seid ihr bestimmt genauso glücklich wie ich. Jetzt machen wir weiter mit einem Geschenk für meine Mama und zwar geht es um Füße. Füße sind unglaublich wichtig, sie tragen uns durchs Leben und ich gebe es zu, ich habe dem Ganzen nicht so arg Beachtung geschenkt, bis ich dann beim Fed und Scholl Event war, da einiges gelernt habe. Dort durfte ich dann den Express Pedi mit nach Hause nehmen und habe ihn auch fleißig getestet und glaubt mir, ich würde ihn nicht mehr hergeben. Und meine Mama hat es in jungen Jahren leider etwas übertrieben mit ihrer Hornhaut hinten an der Ferse und ja, ist da immer dran gegangen und meinte, wenn sie alles abschubbert, umso besser, aber das ist nicht gut, weil der Körper einfach das Ganze wieder nachproduzieren will und da einfach arbeitet. Und ja, man sollte da wirklich ganz vorsichtig dran gehen und da ist der Express Pedi wirklich super für geeignet. Also es ist eine super leichte Anwendung, wenn ihr ganz leicht dran geht, dann entfernt er eure Hornhaut ganz sanft, die Füße sind danach ganz, ganz weich und sehen wieder schön aus. Das Paket hier, das ist ganz schön, weil da ist noch eine Rolle dabei und hier haben wir noch ein Serum dabei. Und ich habe euch ja schon in meinem Favoritenvideo bzw. in meinem Aufgebraucht-Video einige Produkte von Scholl gezeigt. Und ja, also ich kann da nicht mehr ohne, also gerade meine Nachtcreme, meine Feuchtigkeitsnachtcreme für die Füße, die mache ich mir abends drauf, dann dicke Socken und meine Füße sind total schön am nächsten Morgen, gerade natürlich auch im Sommer, aber im Winter, finde ich, sollte man dem Ganzen auch, ja,
einige Beachtung schenken. Und deshalb wird sie sich mit Sicherheit über dieses Set hier freuen. Und ich habe noch eine Überraschung für euch, von der ich vorhin gesprochen habe. Ich darf euch nämlich so ein tolles Set hier verlosen. Und da freue ich mich total, weil es richtig genial ist. Also falls ihr sowas noch nicht habt, macht auf jeden Fall mit. Ich schreibe euch alle Teilnahmebedingungen unten in die Infobox, beziehungsweise da kommen wir dann am Ende des Videos nochmal dazu. So, jetzt kommen wir zu einem Geschenk für meine Freundin, die ich allerdings erst im Januar sehen werde. Da werde ich nämlich was zurecht basteln. Sie ist im Urlaub und dann können wir uns erstmal nicht sehen, aber das ist nicht schlimm, dann habe ich noch genug Zeit, es vorzubereiten. Und zwar hatte ich im letzten Jahr Survival-Gläser gemacht, falls ihr euch erinnern könnt. Das waren so schöne Gläser und da habe ich ganz viel für die Nägel rein. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, ich verlinke es euch unten in die Infobox. Und dieses Jahr wird es was fürs Gesicht geben. Und zwar ein Survival-Paket, in dem dann eine Foundation drinnen ist, eine Mascara, zwei Lidschatten, eine Augencreme, ganz wichtig, und eine Nachtpflege. Und eine Tagespflege darf da nicht fehlen. Ich habe da was Neues, und zwar diese hier von Max Factor. Diese Linie hier, die nennt sich Total Effects, federleicht. Und ich kann euch sagen, dass ich die absolut vergleiche mit meiner Embryoliss. Diese hier finde ich sogar viel, viel besser. Also erstens mal vom Geruch her. Die Embryoliss, die ist eher geruchsneutral, was ja super ist. Aber der Geruch hier gefällt mir total gut. Sie ist viel günstiger mit 10,99 Euro. Und sie hat halt tolle Inhaltsstoffe. Es ist so, dass der Anti-Aging-Effekt hier überhaupt nicht leidet. Ganz im Gegenteil, da haben die sehr, sehr großen Wert drauf gelegt. Und bei der Embryoliss ist es ja so, das ist einfach nur eine feuchtigkeitsspendende, ja, Tagescreme sozusagen. Bei der hier ist es so, ich trage mir die auf und baue dann mein Make-up auf. Bei der hier ist eben auch der Vorteil, dass sie einen Lichtschutzfaktor hat, und zwar von 15. Das hat die Embryoliss zum Beispiel auch nicht. Und das ist halt unglaublich wichtig, weil, ja, wir sehen die Sonne zwar jetzt vielleicht draußen nicht, weil es dann Winter ist oder Herbst, wann auch immer, aber sie ist da. Und wir müssen unsere Gesichter schützen, unsere Haut, auch vor der Sonne. Und deshalb finde ich das unheimlich gut, dass es hier eben mit enthalten ist. Und deshalb darf diese Creme hier nicht fehlen in dem Survival-Paket für meine Freundin. Ihr habt jetzt hier übrigens gesehen, unterstützt durch Max Factor. Ich werde für dieses Video nicht bezahlt. Ich wollte es nur kurz dazu sagen. Mir wurde dieses hier zur Verfügung gestellt und ich darf zwei Stück an euch verlosen, was ich richtig cool finde. Dann kommt ihr eben auch in den Genuss und könnt es mal testen, wie ihr das so für euch findet. Denn sie ist wirklich sehr, sehr leicht von der Konsistenz. Also die beschwert überhaupt nicht. Und ich mag das halt. Ich mag das nicht, wenn ich so zugekleistert bin, beziehungsweise ewig warten muss, bis ich dann irgendwas drauf aufbauen kann. Wie gesagt, ich darf euch zwei Stück verlosen. Lasst mich gerne wissen, wenn ihr diese hier gewinnen wollt. Denn Max Factor schickt sie euch dann direkt zu. Also ich lose dann aus und schicke die Adresse dann quasi dorthin. Als nächstes kommen wir zu einem Geschenk. Und zwar möchte ich das meiner Schwester schenken. Es ist sehr, sehr edel und ich weiß, dass sie das sehr zu schätzen weiß, denn sie kennt diese Marke auch, und zwar spreche ich gerade von L'Occitane. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ihr auch diese Marke kennt. Allein schon diese Verpackung hier zeigt doch schon, wie hochwertig das Ganze ist. Es gibt verschiedene Geschenkboxen, die ihr aussuchen könnt auf der Internetseite. Ich finde, da müssen wir gar nicht mehr viel tun, einfach vielleicht noch eine Schleife dran und dann kann derjenige sich freuen, der es auspackt. Ihr könnt dort auf der Internetseite verschiedene Duftrichtungen aussuchen und es euch so zusammenstellen, wie ihr das möchtet. Ihr könnt dort auch personalisierbare Geschenke aussuchen und alles wirklich ganz individuell gestalten. Auf der Internetseite gibt es übrigens auch noch ein Gewinnspiel, da könnt ihr auch mal vorbeischauen. Und ich zeige euch mal ganz geschwind den Inhalt meiner Box. Oh mein Gott, schaut euch bitte schön mal an, wie edel das aussieht. Also ich habe es in meinem Bad und ich schmachte es an. Es ist so, so toll und das Produkt ist darin enthalten ist natürlich auch. Und zwar ist es ein Peeling. Es soll die Haut schön straffen und glätten und mit Feuchtigkeit versorgen. Und dann habe ich noch eine Seife. Die hat auch Peelingkörner darin enthalten, damit sie eben die Haut an den Händen peelt. Und dann habe ich noch diese Bodylotion hier. Ich habe alles in Mandelduftrichtung gewählt und meine Schwester liebt Mandelduft und deshalb weiß ich, dass das Geschenk mit Sicherheit gut ankommen wird. Dort habe ich mich auch schon eingecremt und oh mein Gott, was soll ich sagen? Dieser Duft ist da einfach unschlagbar, also richtig, richtig gut. Und falls ihr noch was richtig Edles sucht, dann schaut auf jeden Fall mal auf der Internetseite vorbei. Wie gesagt, ihr könnt euch das alles so zusammenstellen, wie ihr das möchtet.
Auch vom Preis her, das ist total variabel. Also ihr müsst ja nicht das teuerste nehmen. Da gibt es auch ja, günstigere Sachen. Und ich hoffe, das war ein guter Tipp für euch. Wir machen jetzt einfach mal weiter. So, jetzt habe ich noch einen kleinen Tipp für euch, und zwar eine Internetseite, die nennt sich Petit Henry. Die versprechen so einiges und ich durfte auch was austesten, da kommen wir gleich dazu. Es ist so, dass die Seite sehr überschaubar ist, was mir sehr, sehr gut gefällt, weil ich mag es gar nicht, wenn da zigtausend Produkte sind und ich am Ende gar nicht mehr weiß, warum ich überhaupt auf der Seite war. Also es ist alles sehr überschaubar, vom Preis her ist es auch echt total in Ordnung. Und die Sachen, die kamen hier in diesem wunderschönen Päckchen an. Also so könnte ich das jetzt auch wieder verschenken. Das heißt, ich mache hier einfach nur eine Schleife dran und dann ist das Geschenk auch schon fertig. Aber es kommt natürlich nicht auf die Verpackung an, sondern auf den Inhalt. Und ich zeige euch ganz geschwind, was darin enthalten war. Und zwar haben wir zum einen Heilkreide, dann haben wir Bio-Arganöl, Windrosenöl und Bio-Jojobaöl. Und dann haben wir noch einen Pinsel, der auch sehr, sehr hochwertig ist. Und den benötigen wir, damit wir uns mit diesen Produkten eine Maske anmischen und die dann auf die Haut auftragen. Ihr könnt es ins Gesicht machen oder auf den ganzen Körper. Und ich kann euch sagen, dass die mir sehr, sehr gut getan hat. Ich habe nämlich hier unten so ein bisschen Unreinheiten, habe die aufgetragen und war wirklich sehr zufrieden. Der Duft ist unheimlich gut und ich kann es wirklich weiterempfehlen. Auch vom Preis her, ich meine 15 Euro kostet das, also es ist wirklich total in Ordnung. Ich habe auch in diesem Fall hier einen Rabattcode für euch, und zwar über 15%. Wenn ihr im Bearbeitungsfeld einen Code eingibt, den ich euch unten reinschreibe, dann könnt ihr eben, wie gesagt, 15% sparen. Die haben auch diese Make-up-Blender hier. Den habe ich jetzt allerdings noch nicht verwendet, da kann ich euch nicht so viel drüber sagen, werde ich aber noch tun. Aber ich habe noch eine Überraschung für euch, und zwar darf ich zwei Pakete verlosen. Eins hier auf YouTube und eins auf Instagram. Also wenn ihr da mitmachen wollt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Dann ja, verlose ich das an euch, und ansonsten würde ich mich auch freuen, wenn ihr da mal bei Facebook vorbeischaut, auf deren Seite. Da stehen auch immer die Neuigkeiten, da könnt ihr euch informieren. Bei mir könnt ihr auch sehr, sehr gerne auf Facebook mal vorbeischauen. Ich habe das für euch eingerichtet. Mein privater Account wurde nämlich gehackt, da habe ich mich total gefreut. Hashtag nicht, also total bescheuert, aber ist egal. Ich dachte, naja, komm, wenn du schon dabei bist, machst du lieber einen Rossella Mia Account, also schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Und ansonsten interessiert euch bestimmt, was ich meinen Kinderlein noch zu Weihnachten schenke. Das ist aber relativ unspektakulär. Sie werden was von Lego Technik bekommen, das haben sie sich nämlich gewünscht. Meine Kinder lieben das einfach, ja, die sind damit beschäftigt und bauen da stundenlang. Es ist natürlich sehr, sehr schön und regt auch eben die Motorik bzw. ja, die Fantasie an. Und dann habe ich noch Gesellschaftsspiele gekauft. Ich habe Cluedo gekauft und noch so eine andere Art Spiel des Lebens, weil ein Spiel des Lebens haben wir schon und das ist so eine andere Version. Monopoly wollte ich nicht kaufen, weil wir haben schon 10 Monopolys, wirklich. Also ich kann kein Monopoly mehr sehen. Aber wir machen es dann immer so, wenn wir an Weihnachten die Gesellschaftsspiele auspacken, dann spielen wir die direkt auch. Und es ist halt total schön, wenn die ganze Familie am Tisch sitzt. So, meine Lieben, das war soweit von meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht waren ja ein paar Tipps dabei. Schaut auf jeden Fall unten in die Infobox wegen den ganzen Gewinnspielen. Ich schreibe euch alle Teilnahmebedingungen unten rein. Und ansonsten würde ich mich total freuen, wenn ihr bei meinem letzten Video vorbeischaut. Da könnt ihr nämlich eine Nikon-Kamera gewinnen und ein Glätteisen von Nusha. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Das Video verlinke ich euch auch natürlich unten in der Infobox. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Abend, Tag oder Morgen, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!